Grüß euch und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Immer Hunter. Wir sind hier in einem Haus, das ich gekauft habe vor einiger Zeit, Verlassenschaft. Und wir planen hier das Haus in die Vermietung zu nehmen. Das heißt, wir werden hier herrichten, renovieren, Renovierungsmaßnahmen machen und das dann in die Vermietung geben. Es ist schon einiges passiert, wir haben alles ausräumen lassen. Alles entsorgen lassen. Man sieht hier, waren einige Nebengebäude, Holzgebäude, so Lagergebäude, die haben wir jetzt entsorgen lassen, entfernen lassen. Eines steht hier noch, aber das ist auch nochmal das Grundgerüst, dann wird das eben auch entsorgt, damit hier mehr Platz ist, mehr Platz vorhanden ist, ein schöner Garten. Sehr schön ruhig, eine ruhige Gasse hier. Herrlich. Und wir sind gerade dabei, den Grundriss zu verbessern, weil es sind nur zwei Zimmer vorhanden, das heißt ein größeres Wohnzimmer mit Küche-Essbereich und ein größeres Schlafzimmer. Und wir werden hier einmal die erste Planung, werden hier eine Zwischenwand einziehen, dass wir ein kleines Kinderzimmer noch reinbekommen. Dann haben wir hier einen kleinen quasi Fernsehbereich. Sehr schöner Kasten übrigens, den haben wir aufgehoben für meinen Bruder. Der sammelt ältere Sachen. Und dann haben wir hier diesen Essbereich und Küche. Somit haben wir dann ein zweites Kinderzimmer quasi gewonnen. Oder ein zweites Zimmer gewonnen. Und dann ist das auch erledigt. Sollte sich gut ausgehen, wir werden hier quasi eine Wand ziehen, eine kleine Nische und dann quasi vor Richtung dieser Wand. Ja, so schaut es aus. Wie gesagt, das werden wir in die Vermietung geben. Es könnte auch sein, das war auch mein Plan von mir, dass wir hier eine zweite Zufahrt machen, zurück und dann hinten eben eventuell ein zweites kleines Haus einmal bauen werden, aber das ist Zukunftsmusik, sieht man hier auch, hier ist noch ein massives Nebengebäude, das wissen wir noch nicht, ob wir das auch eventuell noch entfernen, weil es gibt genügend Platz, einen Keller gibt es auch noch zum Lagern, das heißt, wir brauchen das nicht unbedingt, aber ja, werden wir mal schauen. Aber vielleicht, dass wir hinter diesem Gebäude noch ein kleines Haus in Zukunft bauen werden, mit einer eigenen Zufahrt. Aber das ist, wie gesagt, Zukunftsmusik. Jetzt sind wir meistens wieder dabei, dass wir dieses Haus herrichten. Es ist außen natürlich einiges zu machen. Die Fassade ist zu machen. Wie gesagt, hier haben wir alles schon großteils entsorgt. Das ist das Haus. Circa 80 Quadratmeter, klein, aber fein. Das Dach ist relativ neuwertig, das heißt, es war für uns eigentlich gut oder war für uns klar, dann, dass wir eben nicht mehr so viele Maßnahmen machen müssen, um das im Bestand zu halten. Ja, und da ist der Zugang zum Keller, auch vielleicht eine kleine Garage und dann geht es hier zurück in den hinteren Gartenbereich, wo ich eben vielleicht plane, ein kleines Haus zu errichten mit einem kleinen Garten, herrlich grün, sehr angenehm, sehr ruhig. Da ist der Nachbar, aber wie gesagt, sehr, sehr angenehm, herrlich. Ja, so schaut es aus. Wieder mal ein Projekt für die Vermietung. Eigentlich mein erstes Einfamilienhaus der Vermietung. Ja, es hat sich so ergeben. Ich wollte es eigentlich zuerst herrichten und verkaufen. Klassisches Fix and Flip. Aber dadurch, dass die Lage so gut ist, das Haus eigentlich auch zwar außen nicht so schön, aber die Grundsubstanz sehr gut ist. Dach ist in Ordnung. Heizung ist Gasheizung. In der heutigen Zeit auch nicht so spannend, aber
Für das kleine Haus ist es, glaube ich, in Ordnung. Ja, so schaut's aus. Wie gesagt, wir kaufen, wir sanieren, wir vermieten im Bezirk Oberpullendorf oder auch in ganz Burgenland, Ostösterreich. Haben eine eigene kleine Baufirma, vermieten einige Objekte, Gewerbe- und Wohnobjekte. Also wenn Sie da irgendwas in der Umgebung habt, tretet an mich heran. Ich bin auch auf Instagram erreichbar, Facebook erreichbar, unter Manuel M. West Emma. Und dann machen wir gemeinsam einen guten Deal. Jeder, der mir einen Deal quasi zeigt und der, wo es zum Abschluss kommt, gibt es natürlich eine Tippgeberprovision. Das lässt sich natürlich gut vereinbaren, wenn der Deal passt. Alles klar, soweit so gut. Bis zum nächsten Immerhunter-Vlog. Euer Manuel. Ciao.